Die Hitlerjugend verspricht, alle gleich zu behandeln. Die Herkunft soll keine Rolle mehr spielen. Der junge Albert Westphal wird 1933 HJ-Mitglied. Im erzkatholischen Paderborn gehört die Familie zu den wenigen Protestanten. Die Hänseleien der katholischen Mitschüler hören auf. Und das wurde besser 33. Da kamen wir alle zusammen in die Hitlerjugend und waren alle zusammen in den Kameraden. Evangelisch und katholisch, und das ist ja alles kein Gegensatz mehr denn. Die Hitlerjugend marschiert. Treue, Ehre und Kameradschaft. Anreiz und Pflicht zugleich. Sie ist ab 1933 die einzige offizielle Jugendorganisation. Alle anderen werden eingegliedert oder verboten. Ideologische Massenhypnose von Jugend an. Bei mir, 36, unser Jahrgang, das war der erste, der also als Staatsjugend geschlossen aufgenommen wurde. Da wurde also gar nichts mehr, es war wie der Schulanfang. Man musste, man gehörte dahin. Die Mädchen sind im BDM, dem Bund Deutscher Mädel, organisiert. Wir hatten zweimal die Woche Dienst, mittwochs und samstags. Und der Samstag war für Sport, werfen, laufen, springen. Straff, aber nicht stramm, herb, aber nicht derb, hat das deutsche Mädel zu sein.